Die einzige menschliche Stimme, die in meine Einsamkeit drang, war meine eigene. Nur mein Echo gab mir Antwort. Ich befand mich auf einer unbewohnten Insel. Alles, was ich nach meinem Schiffbruch mit an Land gebracht hatte, war, wenn man die paar armseligen Sachen, die ich am Leibe hatte, nicht rechnete, meine nackte Haut und mein Messer. Zugleich einzige Waffe und einziges Werkzeug. Früchte, Muscheln, Möweneier waren meine erste Nahrung, die ich roh herunterschlang. Bis es mir gelang, Feuer zu machen. Ich hütete es wie einen Schatz. Ein Wildziegenkitz, das ich in unbedachtem Jagdeifer zur Weise gemacht hatte, konnte ich vorm Verhungern bewahren, indem ich ihm eine neue Mutter verschaffte. Eine Wendung nahm mein Dasein, als ich das Wrack entdeckte. In der Kajüte fand ich neben Waffen und Pulver alles erforderliche Handwerkzeug, um mein Leben erträglich zu gestalten. Aber mehr noch bedeutete es mir, auf dem Wrack einen Gefährten gefunden zu haben. Ja, ich lebte und wollte leben. So fing ich an, mich auf meiner Insel einzurichten. Es mag sein, dass mein Haus keinen Vergleich mit den Häusern meiner Vaterstadt York oder anderen Städten aushielt, aber es war mein Haus. Ich hatte es mit meinen eigenen Händen zusammengezimmert. Eine kleine Unwahrheit ist daran. Die Höhle, aus der es hauptsächlich bestand, schenkte mir die Natur. Und entdeckt hatte sie Dick. Aber die Menschen und ihre Welt blieben unerreichbar für mich. Auch zur Ordnung aller Dinge war ich zurückgekehrt, zum Überblick über die Zeit. Eine Kerbe für jeden Tag, ein Kreuz für jeden Sonntag. Die Regenzeit war gekommen und fast schon wieder vorbei. Der Himmel versprach bereits besseres Wetter, sodass ich hoffen durfte, meine Arbeit draußen bald wieder aufnehmen zu können. Indem ich nun mit der Schilderung eines Lebens im Schweigen, dergleichen die Welt noch nie zuvor vernommen, fortfahre, will ich dort anschließen, wo ich zuletzt aufhörte. Ein paar Nischen und Simse zum Unterbringen von Geräten aus dem Felsen herauszuschlagen. Da passierte das Unglück. Eine aderlosen Gesteins, vermischt mit Erde, zog sich durch den Felsen. Durch die Feuchtigkeit hatte sie den Halt verloren.
Erst glaubte ich, meinen Augen nicht trauen zu dürfen. Aber dann spazierte Dick den neuen Weg nach draußen. Tatsächlich. Durch den Einsturz war ein zweiter Zugang freigelegt worden. Und als wäre das die letzte Anstrengung der Regenzeit gewesen, kein Tropfen mehr. Die Sonne schien ungetrübt. Während meines Inseldaseins habe ich mancherlei Handwerk aus mir selbst erlernen und ausüben müssen. Aber am meisten Kopfzerbrechen machte es mir, ein schirmähnliches Gebilde zustande zu bringen. Bis ich endlich das Richtige getroffen zu haben meinte, misslangen mir so an die 60 Versuche. Am Ende hatte Dick den meisten Vorteil davon und war sehr ungehalten, wenn ich dagegen Einspruch erhob. Als ich jetzt mit der Töpferei begann, hatte ich schon einiges Selbstvertrauen im Entdecken und Erlernen neuer Handwerkszweige. Nicht schlecht, konnte ich mir sagen. Zwar nicht von eindrucksvoller Schönheit, aber solide. Irgendeine Kleinigkeit musste ich falsch gemacht haben. Meine kleine Meierei hatte sich inzwischen entwickelt. Sie überschwemmte mich förmlich mit Milch, sodass ich daran dachte, mich der Käsezubereitung zuzuwenden. Der Käse aus meiner Heimatstadt York wird sogar bis nach Bremen und Hamburg verschifft, also weit über die Grenzen Englands hinaus geschätzt. Vielleicht würde ihn etwas Salz verbessern. Dann fand ich, dass er nun wieder zu viel Salz abbekommen hätte. Aber vielleicht war ich auch nur zu wählerisch. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Yorker Käse von Kühen stammte. Mais. Zuerst kam es mir wie ein Wunder vor. Aber dann überlegte ich mir, dass Gott sicherlich nicht so weit gehen würde, meiner unwichtigen Person wegen ein Wunder zu bemühen. Ich hatte an dieser Stelle an den Papagei, an Polly, die Maisreste verfüttert, die ich auf dem Wrack der Esmeralda gefunden hatte. Noch 8 bis 10 Tage und er würde reif sein. Ich musste die Körner sammeln, wieder aussehen und sammeln, so lange, bis ich einen genügenden Vorrat hatte, um ein Feld anlegen zu können.
Es war soweit. Die erste Ernte stand bevor. Dass man Mais auf viel einfachere Art erntet, als ihn abzumähen, war mir damals unbekannt. So kam das blutige Handwerkzeug des Krieges und der Räuberei ganz zufällig zu einer friedlichen Tätigkeit. Jeder von uns, der achtlos sein Brot isst, sollte mitunter daran denken, wie wenig es davon auf der Welt gibt und wie sehr andere danach hungern. Ich will nicht verschweigen, dass ich die Zubereitung fast mit Ehrfurcht und Ergriffenheit betrieb, in dem Gedanken, nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder Brot essen zu können, wenn auch nur Brot aus Maismehl. Es schien mir das Beste zu sein, das ich je in meinem Leben gegessen hatte. Und auch später habe ich kein Besseres finden können. Nur, dass es mir hinterher etwas schwer im Magen lag. Noch nachtragen in meinem Bericht muss ich, dass meine Wurftechnik mit dem Netz sich zufriedenstellend verbesserte. Ich fing jetzt so viele Fische, dass ich daran denken konnte, sie einzusalzen und zu trocknen. Während meiner Sklavenzeit an der Salé-Küste hatte ich einige Erfahrungen darin gesammelt. Damals beklagte ich mein Geschick, das mich zu einer derart niedrigen Tätigkeit verdammte, bei der man außerdem noch von üblen Gerüchen belästigt wurde. Und heute? Heute fand ich weder an der Tätigkeit noch am Geruch etwas auszusetzen. Robinson! 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 Armer Robinson! Es war Mai, der 16. Mai, so viel mein Kalender besagte, den ich immer noch gewissenhaft führte. Den ganzen Tag über herrschte ein heftiger Sturm mit schweren Gewittern. In der Nacht beruhigte sich das Wetter, aber ich konnte trotzdem nicht einschlafen. Wie in manchen anderen schlaflosen Nächten vertrieb ich mir die Zeit damit, die Höhlenwände mit Kalk zu bemalen. Ich kannte bei meiner kindlichen Malerei nur ein einziges Motiv, das ich immer wieder zu verbessern suchte, und schließlich auch so weit gebracht hatte, dass man es einigermaßen erkennen konnte. Ein Schiff. Mein Schiff. Das Schiff, an das sich alle meine Hoffnungen klammerten. Das Schiff, das mich eines Tages aus meiner Verbannung befreien und zu den Menschen zurückbringen würde. Yeah.
Zweifel, es waren Kanonenschüsse. Sie kamen von See. Auf diese Stunde hatte ich gewartet. Alles war vorbereitet. Ich brauchte nur mein Signalfeuer richtig in Gang zu bringen. Vor Freude war ich wie von Sinnen. Mein Schiff war da. Endlich. Meine Verbannung war zu Ende. Es lag draußen vor Anker, aber nichts rührte sich an Bord. Kein Boot wurde zu Wasser gelassen, keine Stimme rief mich an. Nur das Bimmeln der Glasenglocke kam ab und an von Deck herübergeweht. Ganz unregelmäßig, nicht von Menschenhand bewegt, sondern vom Schlingern des Schiffes. Ein beklemmendes Gefühl beschlich mich. Ein ganz bestimmter Verdacht. Ich harrte bis in die frühe Dämmerung aus und hoffte immer noch, dass ich irgendetwas an Deck zeigen würde, dass irgendetwas geschah, was mir diesen Verdacht nahm. Doch es blieb dabei, dort draußen lag ein Schiff vor Anker und die Mannschaft zeigte sich nicht. Ich kann mit aller Kraft von Worten nicht erklären, welche Sehnsucht, welches Verlangen mich erfüllte nach einem Menschen, der zu mir sprach und zu dem ich sprechen konnte. Aber ich wurde den Verdacht nicht mehr los, dass Krankheit auf dem Schiff herrschte, dass die Leute sich unter Deck befänden, nicht mehr fähig, sich zu rühren. Sie hatten die Pest an Bord. Ich, der es vor Sehnsucht nach Menschen kaum noch aushielt, blieb aus Furcht vor tödlicher Ansteckung dem Schiff fern. Obwohl die Leute an Bord vielleicht hilflos dem Verderben preisgegeben waren, wenn sich niemand um sie kümmerte und sie mit Nahrung und Frischwasser versorgte. Natürlich war mir der Widerspruch nicht entgangen. Wenn sie aus Krankheit unfähig waren, sich zu bewegen, wie war es ihnen gelungen, das Schiff vor Anker zu bringen und zuvor noch jene Kanonenschüsse auszulösen? Am nächsten Morgen war ich wie ausgewechselt. Ebenso bereitwillig, wie ich gestern meinen Befürchtungen nachgab, hielt ich mich heute an die Hoffnung und redete mir ein, dass das ganze Rätsel sich zufriedenstellend lösen würde, wenn ich es nur an Ort und Stelle, also an Bord, genau in Augenschein nehme. Und weil ich anfing, meine Rückkehr zu den Menschen für sicher zu halten, nahm ich auch gleich mein ganzes Geld mit, das ich von der Esmeralda gerettet hatte, um nicht mit leeren Händen armselig dazustehen. Den Tieren gab ich die Freiheit, damit sie sich ihre Nahrung suchen konnten.
Dick, mein braver Dick. Aber ich konnte ihn nicht ohne die Zustimmung des Kapitäns mit an Bord bringen. Vielleicht durfte ich ihn holen, wenn ich entsprechend dafür bezahlte. Ich nahm das Floß. Zuerst, als ich näher kam, fiel mir auf, dass die Segel zum Teil noch unordentlich an den Rahen hingen, als hätte die Mannschaft plötzlich beim Segeleinholen alles stehen und liegen lassen. Nichts rührte sich an Bord. Hier hatte ich die Lösung des Rätsels. Es war kein Pesttoter, dieser Bursche schlief sein Besäufnis aus. Und das war die Krankheit, die an Bord herrschte, wie ich meinte. Eine ungeheure Sauferei. Jetzt musste ich meine Diagnose ändern. Die Krankheit, die ihn hingerafft hatte, war weder Pest noch Besäufnis. Sie war Mord. Er hatte ein Messer im Rücken. Und auf was für einem Schiff ich mich befand, daran konnte kein Zweifel mehr bestehen. Die auffrischende Brise entfaltete am Mast den Jolly Rogers, die Piratenflagge. Es sah ganz so aus, als hätten sie sich gegenseitig umgebracht. Ihn hatte eine Kugel erwischt. Aber wo waren die anderen? Am Deck gab es nur die beiden. Und unter Deck keine Menschenseele. Nur ein wüstes Durcheinander. Und das Allermerkwürdigste, der Kerzenstummel in der Lampe brannte noch. Anstatt ein Schiff zu finden, das mich aus meiner Verbannung befreite, hatte ich ein Piratenschiff geentert und mich in den Besitz unübersehbarer Schätze gebracht, die nach dem Prisenrecht mir gehörten, bis auf den 10., den ich der Krone abzuliefern hatte. Was aber sollte ich mit dem ganzen Kram? Sollte ich meine Ziegen mit Golddublonen füttern, meine Polly an Silbertalern knabbern lassen? Den dritten hatte ebenfalls eine Pistolenkugel erledigt. Er und die beiden am Deck waren die einzigen der ganzen Mannschaft, die ich fand.
Ich will gleich sagen, dass ich ebenso wenig später die Lösung des Rätsels fand, wohin die übrige Mannschaft geraten und was hier vorgefallen war. Zwei Boote waren verschwunden, sodass ich annehmen musste, sie hätten das Schiff mit dem Booten verlassen. Aber warum? Und wohin waren sie geraten? Wenn sie auf der Insel gelandet wären, so wäre mir das kaum entgangen. Bei der erstaunlichen Anzahl von leeren Flaschen, die ich vorfand, war nur eins ganz gewiss. Keiner konnte mehr nüchtern gewesen sein. Ich beschloss, das Schiff nach und nach bis zum letzten Nagel auszuräumen und es dann der See zu überlassen. Mehr konnte ich mit ihm nicht anfangen. Allein um die Ankerwinde in Gang zu bringen, wären 3 bis 4 Mann nötig gewesen. Ohne Mannschaft war das Schiff nutzlos. Da war ich also wieder. Die Ziegen wollten gemolken werden. Keines der Tiere hatte von seiner Freiheit Gebrauch gemacht. Der phlegmatische alte Dick schien sich nicht einmal von seinem Platz gerührt zu haben. Er sah mich mit seinen ewig bekümmerten Augen an, als wollte er sagen, Junge, bleib zu Hause, die Welt ist schlecht, überall Räuber und Piraten. Tagelang durchstreifte ich noch die Insel, ohne den geringsten Hinweis zu finden, dass die Kerle an Land gegangen wären. Faule Dick hatte bald die Nase voll. Ich hatte ihm eine Unart angewöhnt. Als die Höhle noch keinen zweiten Ausgang besaß, schleppte ich ihn immer über die Palisaden. Seitdem hielt er es für sein gutes Recht, von mir getragen zu werden. Und wenn ihm danach war, spielte er einfach den Kranken und jammerte mir vor, wer weiß, wie leidend zu sein und keinen Schritt mehr weiter zu können. Fauler Kerl, stell dich nicht so an. Da wärst du wohl. So was. Zugleich kam der 3. Jahrestag meiner Errettung. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ihn mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln würdig zu begehen. Erinnere dich des Weges, den der Ewige hat dich gehen lassen, um dich zu demütigen und dich auf die Probe zu stellen und die Gefühle deines Herzens kundzutun und zu sehen, ob du seinen Befehlen getreu gefolgt bist. Dich gedemütigt. Er hat dich Hunger leiden lassen und hat dich mit seinem Manna genährt, das du nicht kanntest, um dich zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Ewigen kommt. Folge also seinen Worten und gehe auf seinen Wegen. Und hüte dich in deinem Herzen, dass du nicht sagest, meine Kraft und die Stärke meines Armes haben mir alle diese Güter gegeben. Amen.
Gott beschütze den König. Woher sollte ich auch wissen, dass er 14 Tage zuvor im Tower hingerichtet worden war? Bitteschön. Na, guten Appetit. So. Wir hätten alle miteinander sehr zufrieden sein können, denn wir waren, bis auf gelegentliche Meinungsverschiedenheiten, eine glückliche Familie. Aber ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass ich ein Schiff besaß, ohne damit etwas anfangen zu können. Ich hatte das Schiff längst ausgeräumt. Es war nur noch eine leer gepolkte Nuss. Nicht einmal zur Behausung taugte es. Der nächste Sturm schon konnte es vom Anker reißen und gegen die Küste schleudern. Es war zu nichts zu gebrauchen, zu gar nichts. Mein böses Geschick schien es mir geschickt zu haben, nur um mir meine Ohnmacht vor Augen zu führen und mich zu verhöhnen. Manchmal wurde ich halb verrückt vor Verzweiflung und trank. Warum hatte ich jetzt ja genug? Wen hatte mir das verfluchte Schiff gleich mitgebracht, damit auch nichts fehlte, um mich zu vernichten? Vielleicht war es gar nicht wirklich das ganze Schiff und nur eine Einbildung, ein Geisterschiff. Aber wenn ich dann in der Trunkenheit über meine Beine stolperte, fand ich, dass die Decksplanken für ein Geisterschiff recht hart waren. Thank you.
Manchmal gab ich einer eingebildeten Mannschaft Befehle, jagte die Leute in die Wanten, ließ Segel setzen, verfluchte die Saumseligen, deren Nachlässigkeit mich daran hinderte, mehr Fahrt zu machen, und ließ die Unverbesserlichen am Mast auspeitschen. Ach. Die Insel war nicht mehr da. Verschwunden. Wir liefen gar nicht schlecht. 6-7 Knoten, schätze ich. Hier muss ich daran erinnern, dass die Piratenbande sich beim Verlassen des Schiffes nicht erst lange mit Segeleinholen aufgehalten hatte. Jetzt war passiert, was ich vorausgesehen, nur nicht so rasch erwartet hatte. Der Wind war über Nacht aufgefrischt, das Schiff ging unter Segel los und slippte einfach den Anker. Der Überschlag über meine Lage fiel nicht eben günstig aus. An Bord gab es nicht einmal mehr einen Krümel Hartbrot, keinen Tropfen Frischwasser. Vielleicht fand sich in irgendeiner Ecke noch eine Flasche Rum. Aber was half mir das Zeug, wenn ich in die Weite des Ozeans trieb? Mit einem Mal, jetzt wo ich sie verlor, kam mir meine Insel wie der Inbegriff alles Wünschenswerten vor. Anker hatte wieder Grund gefasst. Wo waren wir hingeraten? Wir konnten unmöglich in einer einzigen Nacht sehr weit gekommen sein. Hatte ich so dicht bei meiner Insel eine neue Welt entdeckt? Aber es war mir ganz gleich, wo ich mich befand, solange ich gerettet und am Leben war. Thank you.
Mit einem Mal schoss es mir durch den Kopf. War dieser steinige, unfreundliche Strand am Ende ein Geschenk des Himmels? Der südamerikanische Kontinent? Sodass ich nur der Küstenlinie zu folgen brauchte, um früher oder später auf Ansiedlungen zu stoßen. Auf Menschen. Vielleicht sogar auf weiße Pflanzer? Nur wie kam Dick hierher? Mein Dick! Jetzt konnte ich wohl kaum noch daran zweifeln, dass ich auf meine Insel zurückgekehrt war. Die auflaufende Flut hatte das steuerlose Schiff wieder zurückgebracht. Doch an die Westseite, die ich nur wenig kannte. Ich war überglücklich, wieder zu Hause zu sein. Fremde Spuren? Eine Täuschung war unmöglich. Das waren nicht meine Fußabdrücke. Mein erster Gedanke war natürlich, dass es einer der Piraten wäre. Zugleich musste ich mich aber fragen, wie es denn möglich sein konnte, dass ich bisher nicht einmal den Schatten von ihm wahrgenommen hatte. Der Kerl hielt sich vor mir versteckt und bereitete etwas gegen mich vor. Anders konnte ich es mir nicht erklären. Ich machte mein Feuer aus, um meine Behausung nicht zu verraten, schichtete eine Steinmauer am Hinterausgang auf, schleppte Vorräte heran und vermied es nach Möglichkeit, mich am Tage draußen sehen zu lassen. Man bedenke, dass die Welt der Arglosigkeit, in der ich seit Jahren lebte, mit einem Mal völlig verändert war. Los doch. Komm. Komm, Dick. Ach, alter Quälgeist. Der Faulpelz. Jetzt rückte der Kerl schon von der Westseite auf meine Ostseite vor. Eine Unverfrorenheit, sein Feuer vor meiner Nase anzustecken. Der Bursche mich vielleicht nur aus meinem Bau locken wollen? Nicht einmal mehr seine Feuerstelle war zu finden. Wahrscheinlich weggespült von der Flut. Scheußlich war diese Bedrohung ohne Gesicht.
Erst hatte ich es ihm beigebracht, jetzt machte es mich verrückt. Ich konnte das ewige, arme, robbige Jammere einfach nicht mehr ertragen. Zum Krankwerden der schlechteste Augenblick. Schaden konnte es nicht. Vielleicht würde es helfen. Es mag seltsam klingen, und doch war es so. Nicht der Gedanke ans Sterben erschreckte mich so sehr, vielmehr die Vorstellung der Einsamkeit, die mich in meiner letzten Stunde umgeben würde. Wenn nur eine Hand da gewesen wäre, mir den Schweiß von der Stirn zu wischen und eine Stimme, mir ein gütiges Wort zu sagen. Verzweifelt wehrte ich mich dagegen, einzuschlafen. Der Kopf war wieder ganz klar, nur die Beine noch ein bisschen wackelig. In meinem neuen Lebensmut riskierte ich diesmal sogar, auf der anderen Inselseite, auf der Westseite, nachzuforschen. Die Spur war natürlich längst weggespült. Auch von dem Piratenschiff war nichts mehr zu sehen. Verschwunden im Ungewissen, aus dem es gekommen war. Wahrscheinlich vom letzten Sturm zerschlagen. Dann entdeckte ich die Feuerstelle.
Und ein paar Schritte nur entfernt, Skelette von Schädeln, Händen, Füßen, menschliche Knochen aller Art. Ältere und neue Überreste widerlicher Kannibalenmahlzeiten. Ich war empört über solche Verwilderung der menschlichen Natur. Schließlich fand ich die Kielabdrücke ihrer Boote. Ganz frische Schleppspuren. Sie konnten noch nicht weit sein. Das war also mein Phantom. Wilde, karibische Indios. Vielleicht kamen sie von einer der großen karibischen Inseln. Jamaika, Kuba. Aber woher sie auch immer kamen, sie suchten meine Insel auf, um hier ihre rituellen Kannibalenmahlzeiten zu veranstalten. Sie würden wiederkommen, wie sie sicherlich auch in der ganzen Zeit meiner Anwesenheit auf der Insel immer wieder gekommen waren und immer zur selben Stelle, ihren Kultplatz. Wir hatten uns nur nicht umeinander gekümmert, weil keiner von der Anwesenheit des anderen wusste und jeder die Insel für unbewohnt hielt. Aber ich hatte sie zuerst entdeckt und sie wussten immer noch nichts von mir. Das war mein Vorteil. Die Sache, die ich mir ausgeklügelt hatte, war im Grunde ganz einfach. Ich vergrub ein Pulverfass unter ihrer Feuerstelle. Sobald sie dort Feuer machten, mussten sie zugleich, ohne dass ich nur den Finger rührte, sich selbst in die Luft sprengen. Oder jedenfalls doch eine ganze Reihe von sich. Mehr noch als von dieser mechanischen Wirkung versprach ich mir vom Knall. Er würde, so hoffte ich, lähmendes Entsetzen hervorrufen. Zur Ergänzung der Mine erdachte ich mir eine Zusammenkopplung mehrerer Musketen. Alles in allem war ich nicht schlecht vorbereitet.
Endlich, Anfang August, am 3., wenn ich mich nicht irre, war es soweit. Sie schleppten zwei Schlachtopfer mit, Kariben wie sie selbst. Zuerst rannte ein ganzer Haufen hinter ihm her. Aber dann blieben nur noch zwei Verfolger übrig. Die anderen sagten sich wohl, dass zwei genügten, den Gefangenen zurückzubringen. Als sie sich immer mehr meinem Versteck näherten, war ich zu Tode erschrocken, das muss ich gestehen. Ich versuchte zwar immer wieder, sie ins Visier zu bekommen, aber abzudrücken wagte ich dann doch nicht, um die am Strand nicht vorzeitig zu alarmieren. Mein ganzer Plan konnte an dieser Wendung der Dinge scheitern, wenn ich nicht das Äußerste wagte. Thank you.
komm her. Ich gab ihm zu verstehen, dass er die Toten im Sand verscharren sollte. Seine Bereitwilligkeit, mir gefällig zu sein, wäre rührend gewesen, wenn er sich dabei nur nicht so sehr vergriffen hätte. Er wollte sie als Siegesmahl zubereiten. Endlich verstand er. Aber ich werde nie seinen ungläubigen Blick vergessen. Er hielt es für reine Verschwendung. Nachdem ich jahrelang alles allein geschleppt hatte, war ich froh, endlich jemanden zu haben, der mir einen Teil abnehmen konnte. Aber warum nur einen Teil, sagte ich mir dann. Er war mir ja schließlich einiges schuldig. Meine nächste Überlegung war, dass ich einen Namen für ihn brauchte, um ihn rufen zu können, wenn ich einen Dienst von ihm wollte. Der Kürze wegen entschied ich mich für Jack, die Vereinfachung des biblischen Jakob. Aber dann kam es mir doch zu verwegen vor, einen menschenfressenden Wilden mit einem christlichen Namen zu versehen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag. Du bist Freitag. Freitag, du. Hm? Ich, Master, du bist Freitag.
Jahr, Alter. Ja, ja, hast ja alles in der Die Schlacht Ort. Hatte Dick auf seinem Platz verschlafen. Jetzt, nachträglich allerdings, zeigte er große Courage. Dick, hierher! Dick! Komm. Leg dich. Da. Hierher. Na los, hinlegen. Leg dich, leg dich. Na gut, kriegst was zu fressen. Erst viel später erfuhr ich den Grund seiner Verehrung. Nach seiner Auffassung wohnte in den Hauspapageien die Seele der Großmutter des jeweiligen Hausherrn. Nicht, dass er sich aus der Seele meiner Großmutter besonders viel gemacht hätte, sie war ihm ganz gleichgültig. Er wollte ihr nur schmeicheln, damit sie ein gutes Wort bei mir für ihn einlegen würde. Freitag. Thank you.
schlafen hier. Hier. Da. Schlafen. Schlafen hier. Hm. Hier waren wir nicht in Santos auf meinen Plantagen, wo einer meiner Sklavenaufseher mir seine Bewachung abgenommen hätte. Hier musste ich selbst für meine Sicherheit sorgen. Wenn ich ihm auch das Leben gerettet hatte, er war ein Wilder. Wie weit ich aber von einem Wilden Dankbarkeit erwarten durfte, wusste ich nicht zu sagen. Daran hatte ich keine Erfahrungen. Falls es ihm wider Erwarten gelingen sollte, sich von den Fesseln zu befreien, konnte er nicht bei mir eindringen, ohne das Netz zu berühren. Und wenn er das Netz berührte, geriet auch die Glocke in Bewegung. Als ich mir dann alles so betrachtete und überlegte, war ich nicht ganz sicher, mit ihm einen glücklichen Griff getan zu haben. Gewiss, ich hatte mir mit großer Sehnsucht ein menschliches Wesen gewünscht. Jetzt war es da. Jetzt aber musste ich mich fragen, was ich von ihm zu erwarten hätte. Gutes oder Böses? Wenn es stimmte, dass Hunde darin einen untrüglichen Instinkt besitzen, nun, Dick wollte ihm sofort an die Beine. Und Polly schien sich auch nicht viel aus ihm zu machen.
Es war jetzt fast 4 Jahre her, seitdem ich durch Schiffbruch auf die Insel verschlagen worden war. Und fast 4 Jahre lang war meine eigene Stimme die einzige menschliche Stimme, die in meine Einsamkeit drang. Nur mein Echo gab mir Antwort. Aus dem Schiffbruch hatte ich nicht viel mehr als meine nackte Haut und mein Messer gerettet. Früchte, Muscheln, Möweneier waren meine erste Nahrung, die ich roh herunterschlang, bis ich es endlich fertig brachte, ein Feuer zu machen. Ein Wildziegenkitz war das erste Lebewesen, das ich mir anschloss. Dann entdeckte ich das Wrack. Es brachte mir Pulver, Musketen, Handwerkzeug. Unermessliche Schätze für mich, der ich bisher nichts besaß. Vor allem aber brachte es mir einen Gefährten. Wir beide waren die einzigen Überlebenden der Esmeralda. Ich fing an, mir mein Leben einzurichten. Es mag sein, dass mein Haus keinen Vergleich mit den Häusern meiner Vaterstadt York oder anderen Städten aushielt, aber es war mein Haus. Ich hatte es mit meinen eigenen Händen zusammengezimmert. Eine kleine Unwahrheit ist daran, die Höhle, aus der es hauptsächlich bestand, schenkte mir die Natur. Und entdeckt hatte sie Dick. Aber die Menschen und ihre Welt blieben unerreichbar für mich. Auch zur Ordnung aller Dinge war ich zurückgekehrt, zum Überblick über die Zeit. Eine Kerbe für jeden Tag, ein Kreuz für jeden Sonntag. Allmählich hatte ich begonnen, mich als Herr der Insel zu fühlen und mir manchmal überlegt, dass ich mir jeden beliebigen Titel geben könnte. Gouverneur, König oder sogar Kaiser, je nachdem, welcher mir besser gefiel. Es gab keinen Rivalen, der ihn mir streitig machen würde. Ein Schiff war vor meiner Insel vor Anker gegangen. Am Mast hing die Piratenflagge. Bis auf die 3 Toten, die ich an Bord fand, blieb es ein ungelöstes Rätsel, wohin die übrige Mannschaft geraten war. Ja, jetzt hatte ich ein Schiff. Aber die Heimat war mir dadurch nicht erreichbarer geworden. Ohne Mannschaft konnte ich nicht einmal den Anker aus dem Grund bringen. Und was sollte ich mit dem ganzen Kram, den sie mir hinterlassen hatten? Sollte ich meine Ziegen mit Golddublonen füttern, meine Polly mit Perlen und Dick anstatt an Knochen, an Silberbarren knabbern lassen? Es hat keinen Zweck, über verschüttete Milch zu trauern, sagte ich mir und gab meinen Gefährten zum 3. Jahrestag meines Schiffbruchs ein großes Fest. Das Piratenschiff aber war eines Morgens nach einem heftigen Sturm verschwunden, von der See zerschlagen. Doch ich hatte es vollständig ausgeräumt und von seinen Schätzen befreit, den brauchbaren und den unnützen. So war ich auch an Vermögen reich, ohne etwas davon zu haben. Ich mit seinem Manna genährt, das du nicht kanntest, um dich zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Ewigen kommt.
Wilde waren auf meine Insel gekommen. Kannibalen. Überlegenheit meiner Waffen wurde ich mit ihnen fertig und jagte ihnen einen Gefangenen ab. In Anbetracht des Tages, an dem er mir zugelaufen war, nannte ich ihn Freitag. Zuerst hielt ich mir manches darauf zugute, in den Händen dieser Menschenfresser entrissen und nach Jahren der Einsamkeit einen dankbaren Diener gewonnen zu haben. Aber ich hatte dabei außer Acht gelassen, dass er selbst ein ungezähmter Wilder war. Er war genau dasselbe wie die anderen. Ein Kannibale. Schlafen hier. Hier, da, da. Schlafen. Schlafen hier. Man wird mich verstehen, wenn ich sage, dass mir nicht sehr freudig zumute war. Endlich hatte ich ein menschliches Wesen zum Gefährten, aber nun musste ich mich vor ihm schützen. Andererseits konnte ich ihn doch nicht jede Nacht in Fesseln legen und mich in der Höhle verbarrikadieren. Wie sollte ich das überhaupt durchhalten, ständig vor ihm auf der Hut zu sein? Mein Feldzug gegen die Wilden war zwar siegreich ausgegangen, aber ich kam mir vor wie einer jener Generäle, dem man Orden an die Brust heftete, ohne eigentlich sagen zu können, welchen Erfolg er mit nach Hause gebracht hätte. Dass er trotz seiner Fesseln viel zeitiger auf den Beinen war, als ich, mag überraschen. Aber beinahe unglaubhaft klingt es, er brachte mir das Frühstück ans Bett.
Einen Napf mit Milch. Er, der Kannibale. Muwa. Ruben. Es waren seit fast 4 Jahren die ersten Worte, die jemand an mich richtete. Muwa. Ruben. Was er allerdings damit sagen wollte, blieb unergründlich. Obwohl er sich ganz friedlich anließ, hielt ich es für besser, ihn von der Überlegenheit meiner Waffen noch einmal recht eindringlich zu überzeugen. Benamuki, 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 Benamuki. Wenn man bedenkt, wie schwer es mir einmal gefallen war, mein erstes Feuer zustande zu bringen, wird man sicherlich begreifen, dass die Überlegenheit, mit der Freitag damit fertig wurde, mein Selbstbewusstsein verletzte. Zu meiner Beschämung muss ich gestehen, dass ich versuchte, seine Methode von oben herab abzutun. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. 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 Und fünf. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sieben. Sieb. Milch. Mick. Milch. Mick. 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 Fernrohr. Fernrohr. Das Fernrohr. Fernrohr. Waschen das Geschirr. Waschen. Waschen Geschirr. Bei der Verteilung dieser Arbeit gab es nie Schwierigkeiten. Er liebte es sehr abzuwaschen, während ich ihm gern dabei zusah.
nicht leicht war es, ihm klarzumachen, dass die Zivilisation, so seltsam es auch klingt, im Grunde mit der Hose beginnt. Aber der Beweis hierfür ist unsere eigene weiße Rasse. Ihre Überlegenheit über die Lendenschurz tragenden Völker wird niemand in Frage stellen. Salz. 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 Seine Fortschritte in allem waren überraschend. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 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 Jetzt hielt ich es für angebracht, ihn im Gebrauch von Schusswaffen zu unterrichten, damit er seinen Beitrag zu unserer Verteidigung übernehmen konnte, falls die Kariben zurückkehren sollten. Das Bogenschießzeug ganz schlecht. Wenn du willst, werden ein Mann großer Sieger. Du fix lernen Knallbumm, schießen mit Benamuki. Das? Gar nicht sehr gut. Gewehr? Sehr gut. Das? Sehr faul. Gewehr, sehr fleißig. Jetzt du. Pass auf. So. Hm? Ja. Und so du zielen. Dahin. Hm? Jetzt du. So.
nach. Du sei noch Anfänger, schon morgen besser, viel mehr gut. Schau, pass auf. Sehr fleißig. Gewehr! Bumm! Wie gut! Hoffentlich würde ich nicht eines Tages bedauern müssen, ihn nicht bei seinem Bogen gelassen zu haben. Hör mal, du, nicht zu viel im Geben zu fressen. Verstehen? Dick zu fett. Nicht mehr taugen. Nichts fett. Gut. Was? Du willst fressen, den Dick? Ja, wenn ist fett genug. Du dürfen das nicht tun. Hund? Sehr gut. Bei seinem Volk wurden Hunde, wie bei uns Schweine, zum Schlachten gehalten. Während Schweine nie geschlachtet, sondern verhätschelt wurden. Mitunter hockten wir uns abends zusammen in meine misslungene Piroge, wie zwei brave englische Bürger sich nach Feierabend neben die Haustür setzen und schwatzten, so gut das Schwatzen eben ging. Mit Kanu wie das, ich fahre weg in mein Insel. Da drüben, weit. Meine Insel. Viel mehr weit. Du kommen mit mir zu meinen Leuten. Du versprechen, die mich nicht auffressen? Ich dir versprechen. Ich komme vielleicht. Ich dir zeigen, wie backen Brot. Brot? Ja, ja, Brot. Das ist Wort, was du oft hören, sehr viel, wenn du kommen mit mir zu meinen Leuten. Du nicht denken, Feind kommen zurück. Die viel Angst. Und wohin die gehen? Andere Insel, alle gut für das. Auch schon gewesen hier, wenn deine Leute großer Sieger? Mein Leut viel groß. Immer Sieger. Bei dein Leut nicht? Aber ja, doch, doch. Du selbst ja gesehen. Ich habe mächtig groß gesiegt. Ich auch immer siegen. England ist stark und mächtig und viel groß. Ein mächtiges Land, das allergrößte Land. England ist eine Insel. Mein Land auch eine Insel.
Du sagen, du immer großer Sieger, aber wieso du dann Gefangener? Ich Gefangener. Mein Leut aber Sieger. Bei euch nicht auch so? Sicher, manchmal. Kommt vor. Und dann was machen mit Gefangenen? Auffressen? Aber nein, Freitag. Wir sie behalten. Wenn Krieg fertig, wir sie schicken wieder weg nach Hause. Das sei viel dumm, nicht gut. Die wieder kämpfen dann. Verboten Menschen essen. Warum? Das ist eben so. Tradition. Ich sage, du endlich begreifen jetzt nicht mehr lange groß viel Palaver über Sache einfach tabu. Wenn aber tot, warum nicht essen? Weil ist gegen Gottes Gesetz. Benamuki? Nein, Gott. Benamuki, Herr, sehr alt. Viel mehr alt als Meer, Stern, Sonne. Benamuki, nicht verbieten dir essen die Gefangenen? Nein, warum? Viel große Sünde. Sünde, was das ist? Sünde, das ist essen Menschen. Essen dick? Keine Sünde. Ein halbes Jahr später konnte er schon recht gut sprechen und verstehen. Es schien mir jetzt an der Zeit zu sein, ihn in die Anfangsgründe des Glaubens einzuweihen. Hast du dich schon mal gefragt, wer all die Dinge erschaffen hat? Benamuki. Lass mich endlich zufrieden mit deinem Benamuki. Jetzt sag mal, du, wer hat dich denn erschaffen? Gott hat dich gemacht. Gott, der alles weiß, der alles sieht, der alles kann. Es gibt nur einen Gott für alle Menschen. Alle sind vor ihm gleich. Alle Brüder. Aber da gibt's den Teufel. Der treibt die Leute auf deiner Insel dazu, Menschen zu essen. Der Teufel? Der Teufel ist der Feind Gottes und der Menschen. Der Teufel macht die Menschen schlecht und treibt sie zu allen bösen Taten. Ja, aber Gott mehr stark. Er tot machen, Teufel. Später erst, weißt du, am Tag des jüngsten Gerichts wird Gott ihn bestrafen. Warum nicht tot machen gleich? Weil er... Geh endlich die Ziegen melken los. Ich gehen, aber ich nicht verstehen. Mein Gott, gib mir die Kraft, damit ich diesem armen Wesen dein Wirken verständlich machen kann. Gott tötet uns nicht, wenn wir böse Dinge tun. Er gibt uns Zeit, damit wir bereuen können und er uns dann verzeihen kann, später dann. Ich verstehe. Du, ich, der Teufel, alle böse. Alle aufsparen, alle bereuen. Dann böse macht nichts. Ja, gut. Gut, das wäre für heute wohl genug. Als ich am nächsten Morgen von einem Inselrundgang zurückkam, war ich nicht wenig verwundert, schon von weitem die Ziegen blöken zu hören. Er hatte sie weder gemolken noch gefüttert. Auch das Geschirr war nicht abgewaschen. Sag mal, was ist denn mit dir los? Was soll das Ganze? Zu müde? Zu faul? Gott mir verzeihen später dann. Gott dir vielleicht verzeihen später dann. Aber ich dir den Hintern versohlen jetzt gleich. Wir doch Brüder.
Zuerst nahm ich sein sonderbares Verhalten nicht ernst. Dann fing ich an, mir Gedanken zu machen. Was war mit ihm los? Hey, Freitag! War zwar nur ein Wilder, aber sein Schweigen erweckte in mir ein sonderbares Gefühl der Verlassenheit. Hey, hallo! Freitag, hey! Ich muss gestehen, das gab mir einen Ruck. Die Frage, wozu er den eisernen Verschluss entfernt hatte, war nicht schwer zu beantworten. Er ließ sich als Speerspitze verwenden. Freitag bewaffnete sich. Hallo, Freitag! Wo steckst du? Freitag. Wo steckst du denn? Zuerst meinte ich, es wäre eine seiner üblichen Trägheitsanwandlungen, bei denen er den Leidenden spielte, um anstatt Schelte Mitleid und Zuspruch aus mir herauszulocken. Aber das war es nicht. Ich spürte es. Seine Stunde war gekommen.
armer Kerl. Er schien friedlich hinüber zu dämmern. Sein Tod war der größte Schmerz, der mir bis dahin widerfahren war. Ein Gefährte langer, einsamer Jahre war von mir gegangen. Der Dschungeltukan, der sich nur selten hören ließ, gab ihm ein Grabgeläute, das mir noch heute in den Ohren klingt. Ich verstehen. In wenigen Stunden hatte sich vieles verändert. Ein Gefährte war gegangen, ein anderer gekommen. Beschämt musste ich begreifen, dass er nicht einen Augenblick daran gedacht hatte, mir etwas anzutun. Ich hatte ihn ganz einfach geärgert, sodass er es vorzog, eine Weile ohne mich zu sein und sich durch Fischfang zu zerstreuen. Gewiss, er war nach der allgemeinen Auffassung von der Natur durch seine Hautfarbe zu meinem Diener bestimmt. Aber war es vielleicht nicht eher so, dass ihn meine Überheblichkeit dazu machte? In vielem zeigte sich seine Überlegenheit. Zum Beispiel war seine ganz einfache Verbesserung der Falle für Wildziegen sehr einleuchtend. Das Netz verhinderte, dass die Tiere sich verletzten, sodass sie ohne Schaden in die Herde eingereiht werden konnten. Außerdem waren sie viel leichter aus der Grube zu ziehen. Eine Kerbe für jeden Tag, ein Kreuz für jeden Sonntag. Thank you.
Seine Geschicklichkeit, sich im Wasser zu bewegen, war fast beängstigend. Wenn ich zusah, führte er mir auch so richtig vor Augen, wie lange er es schaffte, den Atem anzuhalten. Er liebte es sehr, wenn ich dann zeigte, wie erschrocken ich war. Ein Spiel, das ich ihm zu Gefallen gewissenhaft durchführte. Gold, Freitag. Was Gold? Ja, Gold. Das ist der Reichtum der weißen Leute. Reichtum? Ja, wer genug von dem Zeug hat, kann sich alles kaufen. Kaufen? Was das heißen? Alles haben. Oder auch sich alle Wünsche erfüllen können. Hm? Verstehst du? Verstehen. Mit Gold, alles geht gut. Können machen alles. Genau. Gut, wir wegfahren hier. Nein, das geht nicht. Dazu reicht unser ganzes Gold nicht, mein Junge. Ich hoffte, dass meine Auskünfte erschöpfend genug gewesen waren. Was treibst du denn da? Was machst du da? Ich pflanze Gold. Gold wachsen mächtig. Gar nicht so übel. Freitag hatte versucht, unser Kapital zu vermehren. Ich sei dumm. Ich niemals nichts verstehen. Du sagen, das Zeug nicht reichen. Ich machen wachsen. Gold wächst nicht, wirklich nicht. Ich wollte dir nur erklären, dass man bei mir zu Hause damit vieles kaufen kann. Alles, was wollen? So ungefähr, fast alles. Kaufen viele Freunde? Ja. Viele Ziegen, viele Weiber? Haufenweise. Viel geliebt werden? Das ist eine andere Sache. Gold töten Feinde? Ja, manchmal. Haben Sklaven? Ja, so viel man nur immer will. Mit Gold kaufen Leute, Leute von deinem Land? Mit viel, viel Gold, noch mehr viel. Wir weggehen hier, weg zu deinem Land? Aber nein, Freitag. Um wegzukommen von hier, brauchen wir ein Schiff. Und man kann ein Schiff kaufen mit Gold. Aber nur, wenn eins da ist. Du das jetzt verstehen? Du sagen, alles haben, alles machen. Doch, doch, nur nicht so. Nur nicht alles. Ach, du verstehst nicht. Doch, ich verstehe. Mit Gold nicht alles haben, aber kaufen Leute mit Gold. Auf Insel nur zwei Leute, du und ich. Du können kaufen mit Gold mich jetzt. Ich mit Gold kaufen können dich jetzt. Ich verstehe, du sehen? Obwohl ich von der Meinung, dass Freitag mein Sklave wäre, längst abgekommen war, verletzte es doch meinen Stolz, die Privilegien der weißen Rasse so vollständig dahinschwinden zu sehen. Das brachte mich auf den Gedanken mit dem Bart. Denn hierin war es ihm unmöglich, mit mir gleichzuziehen. Die Natur hat seiner Rasse, den Indios, den Bartwuchs versagt. Aber mein Eindruck auf ihn war nicht sehr bedeutend. So lebten wir ohne besondere Ereignisse dahin. Das Klima schenkte uns einen ewigen Frühling. Wir hatten keine Nahrungssorgen. Wir kannten keine Abgaben, Diebe, Kriege und Dummköpfe. Wir hätten es fraglos auch geschafft, ein leichtes Kanu zu bauen und die Inselgruppe zu erreichen, von der Freitag kam. Aber dort wären wir nur in Stammesfäden verwickelt worden.
Das Jahr war weit in seine zweite Hälfte vorgeschritten. Wir hatten den Tag vor Vollmond, meiner Rechnung nach im Oktober. Da hinten, ein Haus, auf dem Meer. Da kommen ein Haus. Was? Ja, auf Wasser. Was? Ein Schiff? Nein, groß. Komm. Tatsächlich, sie brachten ein Boot zu Wasser. Aber nicht nur das, am Mast wehte die britische Flagge. Das sind Leute aus meiner Heimat, das sind Freunde. Los, schnell, drei Ziegen schlachten. Worauf wartest du noch? Du weggehen, ohne mich? Aber nein, Freitag, was denkst du? Du kommst mit. Los, ab. Man wird mir glauben, dass es mir kalt über den Rücken lief und ich mich nicht zu rühren wagte, so nah wie ich war. Und nur verdeckt durch das bisschen Graszeug. Na und jetzt, was wird jetzt? Du hältst deinen Maul und gehorchst. Kapiert? Na schön. Na gut. Hat einer sonst noch was zu sagen? Sie lassen sich aber reichlich Zeit. Kapitän und der erste Mat, die richten jetzt keinen Schaden mehr an. Das Schiff gehört uns. Und nun ein bisschen flott. Wir sind nicht hier, um Blümchen zu pflücken.
Was soll denn der Unfug da? Ich? Nichts gesagt. Einer quatscht doch hier dämlich rum? Ich aber nicht. Polly, die seit langem frei herumflog, meine arme, unglückselige Polly, die nicht ahnen konnte, was sie mit ihrem Lärm anrichtete. Sie war wie eine Heulboje, die die Kerle unweigerlich zu mir führen musste. Ich hätte ihr den Hals umdrehen können. Ein Papagei. Vollidioten. Aber ich hätte gern mal gewusst, woher das hat, das arme Robby. Los, hinterher! Sag ich doch die ganze Zeit, dass da jemand ist.
Hey, Shorty. Die Rumpulle. Den Rum? Ja, doch. Wer hat den denn? Ich denke, du hast ihn, oder? Dieser Knallköppe. Wir haben ihn im Boot vergessen. Ich hol ihn. Na also, armer Robby. Papageien lernen ja nicht von allein sprechen. Wie kommst du hierher? Bin ausgesetzt worden. Ach, sieh mal an. Von der Sorte. Kleiner Meuterer. Wo gibt's hier Wasser? Wie lange bist du auf der Insel? 6 Jahre, so ungefähr. 6 Jahre? Dann weißt du ja hier Bescheid. Zuwachs zur Mannschaft können wir brauchen. Du wirst uns jetzt führen. Los, steh auf. Und versuch keine dummen Geschichten. Die sind da Land gekommen. Ach, als Maul hab's gehört, bin ja nicht taub. Du da, hey. Was treibst du denn da? Machst du dich an den Rum? Schmeiß das weg. Weg mit dem Ding, weg damit. Wär's bald? Los, weg damit. Los! Und jetzt nimm die Pullen da und komm mit mir mit. Aha, der Kerl versteht kein Wort. Los jetzt. Du gehst vorne weg. Los. Und Vorsicht mit den Flaschen. Ich musste versuchen, sie aus der Nähe unserer Behausung zu halten. Sie möglichst weit wegzulocken. Hey, seht mal, was ich da bringe. Was ist denn das für einer? Keine Ahnung. Hey, wir haben die Höhle entdeckt. Schau, die hat uns einen Baumaffen angebracht. Den da. Stecken die denn, dieses Pack? Genau in dieser Richtung lag die Höhle. Die Entfernung mochte auch so ungefähr stimmen. Ich machte mir große Sorgen um Freitag. Schien nicht den Kopf verloren zu haben. Er spielte hier ein Spiel, von dem ich nur noch nicht wusste, worauf es hinauslief. Blöde Bande.
Und, was ist mit dem Kapitän? Der ist an Bord. Ich hab dir doch gesagt... Mann bewacht. Ich hab dir doch gesagt, er soll... Ja, ich kann doch nicht. Was ist das? Hier, das wäre dann dein Anteil. Was soll das Ganze? Wer hat befohlen zu teilen? Na, das war ich. Ich hab gedacht, dass... Schluss mit Denken. Warum steht ihr so rum wie die Hornochsen? Lauft doch ruhig weiter. Und jetzt zu uns. Noch immer ausgesetzt? Und gleich mit dem ganzen Juwelenladen? Das Zeug stammt von einem Piratenschiff. Das ist hier gescheitert. Alles reichlich sonderbar, was? Und was ist mit dem Indio los? Na, der ist von hier. Von dieser Insel hier? Es gibt ein ganzes Dorf hier. An die 40 Hütten. Und Weiber? Genug. Wie weit? Liegt drüben an der Westküste. Die haben das meiste von dem Zeug weggeschleppt. Ich muss den Kerlen jetzt was bieten. Ein bisschen Aufmunterung. Wenn du gescheit bist, hältst du zu mir. Überleg dir's. Und was sagen die dazu? Die haben nicht mehr Gehirn als dein Papagei. Die tanzen nach unserer Pfeife. Ach, was? Gentlemen, unser Freund hier kommt mit einer besonderen Überraschung. Sein Juwelenladen, den er uns freundlicherweise überlassen hat, ist nur ein kleiner Teil. Das meiste haben sich die Eingeborenen geschnappt. Ich schlage euch vor, wir gehen da hin und sehen mal nach. Und dann noch was. Weiber soll's da auch in rauen Mengen geben. Der Bursche wird uns den Weg zeigen. Diese Burschen dachten im Grunde auf ihre Weise ganz folgerichtig. Wo es einen Wilden gab, meinen Freitag, müsste es auch andere geben. Darüber, dass Freitag sich stillschweigend verdrückt hatte, regte sich keiner groß auf. Ein Eingeborener und ein Affe waren für sie so ungefähr dasselbe. Beide nicht der Rede wert. Aber ich fragte mich, was hatte er vor? Meine Absicht war, mich auf dem Marsch zu verdrücken. Ich hasste diesen Haufen von Marodeuren und Halunken. Die ersten wilden Tiere auf meiner friedlichen Insel. Jetzt haben wir die auf dem Hals. Los, weiter. Das konnte nur einer gewesen sein. Mein Freitag. Er kämpfte mit seinen Waffen und auf seine Weise. Unsichtbar und lautlos. Ich fress eine Ratte, wenn es hier in der Gegend ein Dorf gibt. Aber ja. Nicht mehr weit.
Ich muss sagen, auch mir stand das Herz einen Augenblick still. Aber nicht vor Entsetzen wie bei den anderen, sondern vor freudigem Erschrecken. Nichts wie Eck war hier. Kein Schwanz zu sehen. Wir gehen zur Höhle zurück. Los, komm! Nur noch sechs. Ach, darum hast du uns hierher geschleppt. Du bist gar nicht so dumm. Mm-mm. Vorwärts, du bringst uns zurück. Ab mit dir und keine Geschichten. Jetzt waren es nur noch fünf. Und die hatten weiter nichts mehr im Sinn, als meinen Piratenschatz zu holen und die Insel zu verlassen. Nur noch vier. Freitag. Freitag, großer Freund. Die Schiffkürze haben zum Weggehen. Noch nicht ganz. Der Kapitän wird an Bord von zwei von diesen Halunken bewacht. Nur. Nein, nein, nein. Wir sind sowieso zu knapp an Leuten. Du bewachen den, ich suche die anderen. Hey, du! Thank you.
Ich bedanke mich. Wer seid ihr? Engländer, wie ihr. Ich heiße Crusoe. Robinson Crusoe aus York. Das ist Freitag. Mein treuer Begleiter und Freund. Wie kommt ihr auf diese Insel? Das ist eine sehr lange Geschichte. Das war das Ende aller meiner Abenteuer. Noch am selben Abend gingen wir unter Segel. Die Stunde war gekommen, auf die ich 6 Jahre, 2 Monate und 19 Tage gewartet hatte. Ich muss gestehen, dass ich mein Herz zusammenzog, denn ich spürte, dass es ein Abschied für immer war. Der Abschied von meiner Jugend. Nun befinde ich mich hier im Hause meines Vaters, den ich nicht mehr am Leben fand, und diktiere meine abenteuerlichen und wunderbaren Erlebnisse. Man wird es kaum glauben, aber es ist die reine Wahrheit. Ich diktiere sie meinem Freitag. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind gerade dabei, wie ihr zum ersten Mal die Spuren der Kannibalen seht. Und im nächsten Kapitel lernen wir beide uns dann kennen. Ja, unsere Insel. Manchmal frage ich mich, wie es dort jetzt aussieht. Für alle die, denen Mühen und Gefahren weniger bedeuten als das Abenteuer, gebe ich die Position der Insel an. Sie ist 11 Grad nördlicher Breite und 22 Längengrade westlich von Kap St. Augustino.